Schieß los, Ah, Robo. sehr gut. Also, ich habe mir deine Videos auch mal die letzten noch viele angesehen und auch vieles weiteres. Ich finde halt, was du deinen Contest machst, sehr gut. Ich stimme nicht mit allem mit dir überein, aber doch mit vielen wieder. Deswegen finde ich das auch sehr gut. Was ich halt an dir ehrlich finde, ist einfach, dass du halt dich hinsetzt und mit den Leuten auch darüber diskutierst und deinen Standpunkt vertrittst. Ja. Die Sache jetzt mit Rezo, halt, was ich von ihm halte. Was ich an ihm gut finde, ist, er drückt halt, sag ich mal, den Blickwinkel auf das Hässliche, also was wirklich aktiv Ja. scheiße läuft. Halt, er Genau, macht, sag ja. ich mal, die wirklich, ja, schwierige oder vielleicht irgendwo ein bisschen undankbare Aufgabe, er drückt das Gesicht halt der Leute in die Scheiße rein. Das Ja. ist relativ schön. Was jetzt halt noch fehlt, ist, sag ich mal, der wütende Mob dabei, dass man halt irgendwie die Konsequenzen oder halt die Politik oder euch Leute dahinter alles jetzt halt wieder halt auch für ihre Scheiße irgendwie gerade stehen müssen. Das fehlt halt so ein bisschen. Gut, ich meine, er kann ja nichts anderes machen, als wirklich darauf hinzuweisen und dann eben die Leute eben auch dazu zu bewegen, eventuell anders zu wählen, sich anders zu verhalten, Proteste zu machen, Aufstände zu machen. Aber ich sehe natürlich auch Folgendes, dass wenn er jetzt zum Beispiel Parteien oder auch Politiker so stark kritisiert, ich glaube schon, dass die dann auch in ihren Parteien oder von ihren Geldgebern Druck bekommen. Das heißt also, ich denke schon, dass es dann da auch Konsequenzen geben wird. Also ich glaube schon, dass das, was der Rezo macht, beim zweiten und dritten Anhieb Konsequenzen haben wird. Natürlich kann jetzt er nicht hergehen und die Leute aus dem Bundestag schmeißen. Nein, 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 Das geht nein. nicht, ja? Absolut nicht. Und ich stimme da ja auch vollkommen zu. Er macht ja das, was in seinen Möglichkeiten steht. Genau, ja. Und ob dann die Konsequenzen kommen, ich hoffe es einfach. Ich bete sehr, aber ich sehe einfach, dass Deutschland, was ich dazu sage oder auch mein Vater sagen dazu, Deutschland ist einfach satt. Die Leute haben nicht mehr so wirklich Absolut. den Elan, auf die Straße zu gehen oder irgendwie jetzt, sag ich mal, Ja. groß was anzugehen. Weshalb sich, sag ich mal, da die Politik einfach so ein bisschen auf die Faulheit der Leute Ja, also berufen kann. Deutschland ist satt und es hat auch ein ganz großes Problem und zwar, weil Deutschland satt ist, müssen vor allem die Kinder, also zum Beispiel ich oder mein Vater, also mein Vater, der musste noch vom 13. Lebensjahr an jeden Tag hart bei seinem Vater in der Käserei oder auf dem Bau arbeiten. Ich musste auch mit 13, 14 anfangen zum Arbeiten und heutzutage sind eben die Familien schon so satt, dass die Kinder gar nicht erst ins richtig harte Arbeiten reinkommen. Das heißt, wenn ich zum Beispiel 18-Jährige anspreche heute oder wenn sich bei Ja, mir gibt Leute es. bewerben mit Ja. 25, die haben in ihrem Leben teilweise noch keinen einzigen Tag gearbeitet. Die haben Ja. Taschengeld bekommen, die haben nicht Ja. gearbeitet, die sind faul. Und ich sehe eben das große Problem, dass eben die Eltern schon satt sind. Dass wir jetzt auch da schon in der zweiten, dritten Generation sind, wo es eben in Deutschland einen sehr hohen Lebensstandard gibt. Und Ja. deswegen müssen die nichts mehr arbeiten und werden eben auch faul. Und deswegen will ich auch ein Video machen zum aktuellen Ist-Zustand in Deutschland, die deutsche Wirtschaft, aber auch der deutsche Charakter allgemein, der deutsche Lebensstandard, der ist wieder an so einem Kipppunkt. Und seit so 20 Jahren geht es eigentlich eher wieder den Bach runter als aufwärts. Ganz Also ich stimme klar. dazu, dass ich sag mal so, mein Vater kommt aus Mexiko, der hat dann noch auf der Farm seines Vaters, also bevor er laufen konnte, musste er reiten können Cool, ja. und so weiter. Und da hat er auch bei uns dann zu Hause gesagt, ich komme da aus einem kleinen Käffchen da irgendwo mitten im Wald. Da hat er dann halt auch gesagt, so, du wohnst hier mit, also packst du mit an. Das hat geheißen, mit Genau. 14 musstest du wissen, wie du eine Motorsäge zu bedienen hast und wie du Trecker zu fahren hast. Ich musste lernen, wie man Kühe einfängt. Ich Sehr musste auch cool. von. Ich musste auch mitlernen, wie man da seine Mietimmobilie da, wie man da die Leute, sag ich mal, wie man Briefe schreibt, muss ich alles lernen. Genau, Das sind ja. alles Dinge, die, ja, gehen irgendwie so ein bisschen flöten. Die Leute werden einfach auch so ein bisschen zu bequem, was sie Die sagen, gehen ja. richtig flöten. Die gehen nicht nur ein bisschen flöten, die Dinge, die gehen richtig flöten, ja? Ich habe das Gefühl, du kannst die Leute halt einfach nicht mehr anfassen. Du hast das Gefühl, die Leute fangen wegen jedem Kleinscheiß an zu heulen und sagen, ich bin in meinen Gefühlen verletzt. Wo ich dann sagen muss, Leute, ich scheiß auf deine Gefühle. Ja, es ist so.